Herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake Schicksal. Wir machen jetzt Kapitel 13 zu Flucht, Fragezeichen. Und ja, im letzten Part ist einiges passiert. Die Kamera von Ellen hat sich verabschiedet, doch vorher hat sie Drake noch eine ganz wichtige Szene gezeigt. Nicht eine Szene, wo Sullivan, ja, er lebt noch, in den Helikopter von Atok Nevarro eingestiegen ist. Unserem Widersacher. Oder ein unserer Widersacher. Und das ist dann schon ziemlich suspekt. Also hat er jetzt Drake verraten oder was ist da los? Was führt Sullivan im Schilde? Na gut, jetzt auf jeden Fall mal wieder seit langem ein etwas längeres Kapitel. 7 Schätze gibt's hier und den ersten finden wir direkt hier zu Beginn. Nämlich hier. Och, Drake. Drake. Nathan Drake. Danke. Ist das umständlich? Goldene Schildkröte. Yay. Die sieht cool aus. Ich hab voll die Glubschaugen, aber ja. Ich bin halt aus purem Gold. Ich hab ein Herz aus Gold. Werte mich nicht nach der Äußeren. Was? 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 Geh bahn, Nathan Drake. Oh mein Gott. Er fängt ja schon mal schön an, ne? Weißt du, ich strande quasi. Werd direkt beschossen. Ja, vielen Dank auch, ey. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Soll ich sagen, was für eine Idee ich habe? Ach, ich kann da gar nicht hängen. Doch, das geht. Ah, dann treffe ich die Idioten aber nicht. Nee, das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich. Ich kann ihn sehen. Wo kann ich mich verschanzen? Ich habe hier gar keine Deckung. Das ist ja mal ultra beschissen. Sag nicht, der Baum schirmt das jetzt alles ab. Ja, klar, die Blätter des Baumes haben das abgeschirmt. So, der erste. Und, komm schon. Ja, ja, nachladen. Und der zweite. So. Ja, dieses Kapitel war auch ein bisschen schwieriger. Da musst du auch nachher ein bisschen was mit dem Sniper machen, falls ich mich recht entsinne. Ich glaube, ich habe eben aus Versehen auf Ellen geschossen. Ne? Oh, die ist eh unsterblich, von daher. Alter, die Musik. Oh, eine Angst. Muss ich hier runter? Ich weiß es nicht, weil irgendwo gab es hier nicht nur einen Schatz. War das schon hier? Oder war es an einer anderen Stelle? Lass mich mal einmal kurz gucken. Ich denke nicht, dass hier noch ein Schatz gewesen ist. Wir können aber auch nochmal hier kurz gucken. Sieht aus wie eine Höhle. Voll geil. Diese Einbuchtung, kann man da rein? Nee, leider nicht. Sieht echt aus wie eine Höhle, oder? Coole Sache auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann schauen wir uns weiter um. Nein, ich werde bestimmt nicht meine geliebte Magnum hier aufopfern. Definitiv nicht. Sorry. Die werde ich nicht so leicht abgeben. Stattdessen hole ich mir eine AK. Nee. Gibt's nicht. Na dann. Dann verbrauche ich wohl die Magnum Shots jetzt. Immer nachschätzen, die Augen offen halten. Aha. Hier runter, I guess. Dann sind wir wieder am Anfang. Ach so. Ach so. Von da wären wir normalerweise gekommen. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen Schatz geholt habe, ist alles ein bisschen anders jetzt gelaufen. Ah, okay. Ja, toll. Ich Vollpfosten. Dann geht's hier scheinbar weiter. Das sieht nicht mehr so ganz modern aus. Ja. Das könnte ein bisschen robuster sein, also. Gut. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Warum bewegst du dich so langsam, Nathan Drake? Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an.
Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt, glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Du meinst... So, Nathan Drake? Jetzt siehst du so aus wie der arme Kerl da. Sorry, der Spaß musste sein. Der Spaß musste sein. Aber gut, ja. Die Fußspuren, Leute, habt ihr mal drauf geachtet? 2 Zehen nur. Das sieht auf jeden Fall nicht menschlich aus. Was ist das? Entweder ein wildes Tier oder was ganz anderes, Leute. Ich mache mir langsam Sorgen. Stimmt, hier war der Zweitschatz. I remember. Silberner Inka-Pokal. Hey. Saphir und Smaragd. Kein Fan der Pokémon-Rubin-Edition. Definitiv nicht. Ja, aber sieht cool aus. Mir gefallen die Juwelen da drin. Fortgeschrittener Schatzsucher. Ja, nice. 5 Schätze müssen wir immer noch hier finden. Er ist da drüben. Er ist da drüben, scheiße. Da muss ich die Mecken nehmen. Wow, Moment, 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 Moment. Was ist denn das für ein Wichser? Ey, komm, ey, das ist so unfair. Warum haben die denn solche broken Waffen? Das ist viel zu heftig. Der Schatz ist immer noch aufgesammelt, I think. Lass uns mal schauen, ob der Schatz noch da ist. Silber, der Inka-Pokal ist noch da, okay. Immerhin bleibt das gespeichert. Okay, jetzt weiß ich, Magnum. Dann wird sofort abgerechnet hier. Da sind sie doch. Ja, wie, der überlebten Schuss von dem Magnum. Da war der eben, ey. Bleib in Deckung. Die Jungs haben Laservisiere. Die haben Laservisiere, ja schön. Das weiß ich jetzt auch. Die Desert, stimmt, ist auch so eine Magnum. Ist genauso wie die Magnum gewesen. Oh mein Gott, wie kann man nur so Pech haben? Immer in dem Moment, wo ich schieße, ducken die sich wieder. Ey, du Feigling, ey, ich stürme dich jetzt. Jetzt verschanzen die sich beide hier. Hier Gruppenkuscheln oder was? Das gibt's doch nicht, ey. Die haben so einen Lack, diese Schweinepriester. Die haben so einen Lack. Unglaublich. Jetzt habe ich natürlich keine Granate mehr. Jetzt ein falscher Schritt und die sind Geschichte. Ich sag's euch. Hey, die ist scheiße, die Desert, die gefällt mir nicht. Also mit dem Magnum treffe ich komischerweise mit der scheiß Waffe nicht. Kannst du auch vergessen, die Waffe. Und zack! Legst du nieder, mein Freund. Und tot. Oder? Nee, ich habe Glück gehabt. Keine Munition mehr. Living on the edge again. Aber jetzt, mein Freund. Knacks. Kurz und schmerzlos hier. Was? Ist noch so eine mit so einer Scheiße. Hör doch mal auf. So passiert sowas eigentlich immer mir. Nein, Drake, das machst du nicht. So. Yes. Die stressen nämlich. Die komischen Scharfschützen da. Boah, die stressen Roman richtig hart. Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind. Lasst uns mal schauen, ob wir hier noch eine kleine Waffe haben, die wir nehmen können. Ach so, hier habe ich wieder meinen Magnum. Hey, taucht wenigstens was. Nicht wie die scheiß Desert, ey. Geh weg damit, ey. Der scheiß Desert Eagle, da. Ich kann damit nicht umgehen. Nein, ich bleib bei meinem Magnum. Da weiß ich wenigstens, wie der Hase läuft. So, ich habe kurz nachgeguckt, wo die nächsten Schätze sind. Hätte ich ein bisschen Angst, dass wir da was übersehen. Die 92 FS, die ist gar nicht schlecht. Die ist ziemlich zielgenau, ich mag die Waffe. Aber natürlich gebe ich sie nicht, gebe ich meinen Magnum nicht einfach so weg. Von daher bleiben wir jetzt erstmal dabei. Auch wenn die nur 2 Schuss hat.
Die ist mir einfach zu viel wert, Leute. Vor allem, wir können uns jetzt hier verstecken, ne, im hohen Gras. Ein wildes Pokémon erscheint. Pikachu. Das hohe Gras. Wer kennt es nicht? Aha. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich traue diesem Typen nicht. Aha. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo Sully ist. Bam. Bam. Ah, die haben echt so eine kugelsichere Weste oder so. Ist das dumm. Fallen richtig viele aus hier. Na gut. Ich habe keinen Schuss mehr. Geil. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und hole mir diese Pistole. Ja, danke dafür. Ei, Blali, danke dafür. Ach, wunderbar. Na gut, es waren nur die zwei Pappenheimer hier. Was? Laserzielerfassung? Och nö, not again. Not again. Sag mal, die haben jetzt nur diese scheiß Waffe? Ach komm schon. Hör doch auf. Das ist ja nicht so, dass es mega nervös macht oder so, wenn man so einen roten Strich die ganze Zeit vor der Nase hat, ne? Ich liebe die Waffe. Die ist nämlich auch nicht schlecht. Die Desert. Ich mag die nicht. Ich nehme sie trotzdem mal. Oh, schön. 15 Schuss. Sind ja mal trotzdem so wenig. Ah. So was für die Desert. Na gut, 10 Schuss. Immerhin. Ich gebe der Waffe noch eine zweite Chance. Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß. Ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ich will erstmal was anderes finden, nicht einen Schatz. Ich glaube, der ist hier noch nicht. Gucken wir erstmal, was hier so ist. Hier erwartet uns wahrscheinlich ein riesiger Kampf. Riesiger Showdown. Guck dir mal die Schlachtfeld an. Vor allem die ganzen Totenköpfe an dem Brunnen. Das macht mir Angst. Hier spukt's doch. Hier spukt's doch, Leute. Ah, da hinten haben wir den Pappenheimer. Ich habe euch sehr wohl erfasst, meine Freunde. Sehr wohl. 100 Kopfschüsse. Könnt ihr mal sehen, wie zielgenau ich bin, was? 100 Headshots jetzt schon. Ah, ja, tanze, tanze für mich. Den haben wir das Richtige gegeben. Das war's noch nicht. Da sind noch mehr da draußen. Da oben zum Beispiel. Desert. Nee. Ich bin nur zu dumm. Das war ein One-Hit. Ich war nur zu dämlich. Rabe. Die Raben schieße ich jetzt erstmal ab. Nee, da sind mir zu Schüsse. Die Schüsse sind mir da zu schade für. Definitiv. Ich will meine Schüsse nicht opfern. Die sind zu wertvoll. So, tschüss, Rabe. Die Raben sind meine Gegner, Mann. Wie in Resident Evil 4. Da droppen die Waffen, da droppen die Rahmen wenigstens Munition und Waffen. Mega unlogisch, ich weiß. Aber so ist es nun mal in Resident Evil. Wie bitte? Da oben ist auch einer? Da drüben. Nicht nur einer. Oh mein Gott. Komm. Die Desert räumt jetzt auf. Ja. Ist doch geil, die Waffe. Ich habe ihr Unrecht getan. Sorry. Deswegen gebe ich ihr auch eine zweite Chance. Ich wusste es doch, dass es an mir lag. Hey, Elena räumt ganz gut auf. Aber nicht schnell genug. Die ist mir nicht schnell genug, Mann. Bam. Oh, was ist das? Saas-Kaliber. Saas. Soos. Ist die Luft erstmal rein? Nein, da sind noch... Da sind noch mehr. Ah ja? Von wo? Ach. Nice try, mein Freund. Nice try. Versuchen Sie es später nochmal. Vielleicht haben Sie dann mehr Glück. Und bitte beehren Sie uns bald wieder. Och, komm. Sag mal. Von wo kommen diese verdammten Schüsse? Wenn ich das mal wüsste. So, ohne Scheiß. Von wo kommen diese gottverdammten Schüsse? Also, ich sehe hier keinen Gegner. Nee, wirklich nicht, Leute. Ich sehe hier keinen Gegner. Okay. Oder hat Elena den jetzt abgeknallt? Wenn ja, good job. Irgendeiner muss hier noch sein, Leute. Komm ich hier nicht durch?
Ärgerlich. Gehen wir erstmal hier hoch. Ich möchte dieses Kaliber behalten. Das ist eine bessere Schrotflinte, Leute. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen möchte. Ich will mich erstmal hier umschauen. Hier komme ich auch nicht durch. Hm. Na gut. Ich habe Angst, dass ich hier was übersehen habe. Ich glaube, hier kommen wir später nochmal hin, weil ich meine, hier war irgendwo noch ein Schatz. Wir inspizieren das Ganze nochmal. Immer wenn ich hier lang gehe, werde ich beschossen. Da müssen doch irgendwo Gegner sein. Hier nicht so ein Schatz. Nö. Merkwürdig. Durchaus merkwürdig. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Das ist eh erst wirklich in einem späteren Gebiet. Ja. Das ist erst in einem späteren Gebiet. Hier haben wir tatsächlich alles. Okay, dann müssen wir da hinten weiter, Mann. Gibt ja nur diesen einen Weg. Los, Nathan Drake. Oh, bitte nachladen. Danke. Und hier lang ging's. Dum, dum, dum. Was ist denn das für ein Tipp? Ja, ich weiß, dass ich da dran kann. Das ist ein Quatsch. Das sieht man doch. Toller Tipp. Für Vollidioten. Für Vollidioten ist es ein toller Tipp. Definitiv. Einmal hier rüber. Zack. Dann einmal hier rüber und jetzt. Jetzt brauche ich einen Vollidioten-Tipp. Oder schaffst du den Sprung? Er schafft's. Nett. Oh, nice. Dieser Camper, er hat nur auf uns gewartet. Die ganze Zeit schon. So ein Saftsack. Der war das auch, der uns beschossen hat. Ja, ja, ja. Jetzt verstehe ich. Der war das. Der hat nicht hier von oben geschossen. Ah, alles klar. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Wenn ich es nicht verstehe, ist, wo es jetzt hier weitergehen soll. Ah, ich habe ein bisschen weiter schauen sollen. Da geht's nicht weiter. Dann hier. Rüber da, Junge. Schwing dein Ding. Hier ist nichts. Das soll ich glauben. Runter hier. Nützt ja nichts. Kein Schatz. Hm. Da hätte ich auf jeden Fall einen Schatz versteckt, wenn ich Entwickler gewesen wäre. Hier, sag ich doch. Juwelenbesetztes Silberkreuz. Genau. Oh, das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Mit den Rubinen. Echt nice. Cooler Gegenstand. Hier ist direkt der nächste Schatz. Nein, nur eine Waffe. Wollte gerade sagen. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Wenn zwei Schätze nebeneinander liegen würden. Das hatten wir ja noch nie. Mäschen, Junge. Mäsch wie ein Gott. Ich mäsche wirklich wie ein Gott. Ich glaube, ich mäsche so schnell. Jetzt smash ich mal nicht und dann geht's auch nicht. Also was soll ich hier machen? Das ist irgendwie gerade verbuggt. What the fuck? Ich drücke so schnell wie ich kann Dreieck. Was hier verlangt. Und es fällt immer wieder runter. Also was ist hier verlangt? Es geht halt wirklich nicht. What the fuck? Müssen wir da einen Wagen drunter schieben? Aber Ellen ist ja auch nicht da. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Da haben die Entwickler doch geschlampt, oder? What the fuck? Nice. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Danke. Danke. Uncharted. Vielen Dank dafür. Ich starte das Spiel neu. Bis gleich. So, Leute. Jetzt habe ich es neu gestartet. Und es geht immer noch nicht. Okay. Dann liegt es wohl nicht am Spiel. Sorry, ich nehme alles zurück. Da müssen wir hier irgendwas machen. Also hier muss da irgendwas sein, was ich nicht geblickt habe. Warum ist denn dann hier irgendwie so eine Kurbel, wenn das eh nicht funktioniert? Schauen wir uns mal um. Aha. Wow. Nicht schlecht.
Ja, nicht schlecht. Kannst du jetzt mal kommen und was Produktives machen? Ja, wir brauchen Elena. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir einfach gedacht. Na gut. Ja, Epic Fail meinerseits. Aber passiert, Leute, passiert. Trotzdem wäre es cool, wenn wir hier was zum Unterschieben hätten. Hier. Ja, toll, Elena. Ich halte fest, während du das Tor Danke. Aufmachst. Das ist super. Oh, das ist ein bisschen komisch. Die wollen halt wirklich, dass du Elena hier herholst. Okay, lass jetzt los. Langsam. Jo, als ob er es hinkriegt. Das schwere Tor. Nathan Drake. Bist du Hulk oder was? Oh mein Gott. Nächste große Battlefield, ich sehe schon. Oh ja. Immerhin haben wir jetzt den silbernen Zahnstocher. Der gar nicht aussieht wie ein Zahnstocher. Ja, gut. Oh mein Gott, ich bin unter Beschuss. Ah! Lass mich! Lass mich! Komm ich hier noch weg? Nein, komm ich nicht. Fuck. Fuck you all. Hilfe, lass mich! Die Rahmen sind schuld, Leute. Es sind immer die Rahmen schuld. Merkt euch das. Wenn ihr Ärger habt in Uncharted, es sind die Rahmen. Die waren immer für euer Versagen schuld. Es waren immer die Rahmen. Merkt euch das wirklich, bitte. So, mein Freund. Tschüss, Mann. Es sind zu viele. Ich liebe diese Sniper, die ist so cool. Die ist halt echt geil, ne? Tschüss, Mann. Ah ja, von wo kommt der Strahl? Der Strahl ist aber auch gut für uns, weil er verrät seine Location dann. Ist da hinten noch einer? Weiß nicht. Da ist auf jeden Fall einer. Und eine Granate. Die ist da natürlich auch. Sag mal, ich habe keine Munition mehr. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Hier erstmal. Kaliber Schrotgewehr ausprobieren. Ja, nice. Schrot ist so schlecht. Holy shit. Schrot gehört einfach nur aus dem Spiel entfernt. So schlecht ist das. Guck dir das doch mal an. Das bringt einfach nichts. Du bist schon im Nahkampf. Hier ist immer noch ein Arsch gefickt. Meine Fresse ist das dumm. Ah ja. Ich liebe Uncharted für seine Fairness manchmal. Es ist so unfair, das Spiel. Es ist so bockschwer. Es ist eines der schwierigsten Shooter-Spiele, die es gibt. Ohne Witz. Okay. Es ist so bockschwer. Ich kann das einfach nicht fassen, wie schwer dieses Spiel ist. Das ist Dark Souls von den Ballerspielen. Ohne Witz. Hier ist überall was. Keine richtige Deckung, keine Munition. Nur diese Müllwaffe hier. Das ist so sad. War hier nicht eigentlich auch noch einer? War auch einmal noch so ein Strahl. Wo war der denn? Noch so ein roter Laser. Jetzt sind auf einmal weniger Gegner hier. Warum? Na, nur ein Schuss hier mit der geilen Sniper. Das war wieder richtig dämlich. Da oben scheint er zu sein, ja. So, mein Freund. Nein, verkackt. Ich hasse mein Leben. In Ordnung. So, tschüss, Mann. Wir müssen halt so nah dran sein. Die Schrotflinte ist so scheiße und in Doom ist die so geil. Also in Doom die Schrotflinte, die kennt keine Gnade, Leute. Wie hier in Uncharted. Wobei die gerade etwas besser ist als die andere, ne? Eben hatte ich die zwar auch, aber eben waren die nicht so erfolgreich. Hab ich jetzt einfach mehr Glück. Tschüss, Mann. Du hast nicht aufgepasst. Das Problem ist, ich habe halt keine Munition. Absolut nichts, ne? Das ist so scheiße gerade. Kann ja nicht mit der Schrotflinte den Spinner da hinten besiegen. Das kann nützlich sein. So, jetzt bitte hier hinter. Mit der Waffe kann ich den besiegen, definitiv. Und? Komm, 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 komm. Yes. 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 Oh nein, da kommen noch welche. Das gibt's doch nicht. Waren das die Spinner, die mich eben auch zerlegt haben? Ich hoffe mal, habe ich nicht jetzt meine Rache bekommen. War es das? Nein, das war es nicht. Die Musik geht halt weiter. Wo sind noch die ein paar Pappkandidaten hier? Hallo? Hallo? Wo ist der Wichser? Mit seinen scheiß Granatenwerfer. Ich war ja.
Nein, nicht nachladen. Oh, Nathan Drake. Fickt. So, na ja, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Oh nein, ey. Es ist aber auch fies, dass du direkt hier unter Beschuss stehst. In eine Eier geschossen. Sehr geil. Oh, da ist noch einer. So, sehr gut. Hat die schon mal ausgeschaltet. Wollen die jetzt nicht alle irgendwie wegsnipern? Von hier oder so? Ich weiß gar nicht, wo die restlichen Gegner überhaupt sind. Sind die alle bei Elena oder so? Da ist noch einer. Ist auch eine Granate. Die können wir da vielleicht hinwerfen. Hier, fang! Hat die gesessen? Oh mein Gott, nein, hat sie nicht. Wir sind immer noch so viele. Oh mein Gott, wir sind richtig viele Leute. Ach du Scheiße. Okay. Nice. So, du Pfeife. Zwei Schuss haben wir noch damit. Der Dragon. Na, im Nahkampf kannst du die Sniper, ja, mal richtig vergessen. Ist ja auch klar, ist ja auch eine Sniper. Gib mal her hier. Brauch eine Waffe. Ohne Waffe geht's halt nicht, ne? Geht's ein bisschen scheiße. Ohne Waffe ist nichts zu machen. So, 60 Schuss, Leute. Mit dieser geilen Pistole. Die ist halt echt nicht schlecht, diese Pistole. Da ist noch ein Spinner. Headshot. Und es hört nicht auf. Da ist noch ein Spinner. Goodbye, my lord. Noch einer. Der will, wer hat noch nicht. Hier mal Nachschlag gefällig. Hallo. Hallo. Oh nein, das ist so ein Wichser. Granatenwerfer. Leck mich am Sack. Ja, natürlich. Granatenwerfer, ne? Man gönnt sie ja sonst nichts. Kann ich auch verstehen. Da drüben. Sisha. Noch mehr Granatenwerfergegner? Bitte mehr Granatenwerfergegner. Es sind sehr wenig mit Granatenwerfer hier. Ist ja langweilig. So wenig Granatenwerfergegner. Das ist ja gar keine Herausforderung hier. Dieser Spinner, der muss weg. Er ist tot. Ich liebe die Pistole, die ist so schön präzise. Damit verfehle ich nie, Leute. Oh, die ist halt echt geil. Wo war der Typ? Ach, hier. Down. Saß. Ist mir scheißegal, wir jetzt erstmal gucken, was hier ist. Da drüben. Wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Was ein Stress, Leute. Was ein Stress. Silberner Coate Mundi. Oh. Wie er aussieht. Nice. Boah, war das ein Stress. Das war echt heftig. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja, da ist der Granatenwerfer. Na ja, komm. Nehmen wir mit. Den Schinken. Den Schinken nehme ich gerne mal mit. Sonst war da hinten nichts. Bevor wir da in die Bibliothek gehen, gehen wir erstmal hier gucken. Ja, hier war, glaube ich, nichts mehr, oder? Gucken wir mal. Das ist doch so ein großer Bereich. Muss da noch irgendwo was sein. Das kann ich ja gar nicht glauben, dass hier nichts ist. Kann ich einfach nicht glauben. Wie sieht es eigentlich waffentechnisch aus? Ja, ich weiß nicht. Ich jetzt hier so einen Desert finde, ob ich mir die nicht lieber hole. Wobei diese FS halt extrem präzise ist. Aber wirklich extrem präzise. Moment. Ich wusste doch, dass ich hier was vergessen habe. Spanischer Goldkelch. Geil. Ja, wir haben den Silberkelch gehabt und jetzt haben wir den Goldkelch. Ja moin. Auch wieder mit Totenkopf. Genau das gleiche Design. Einfach copy-pasted. Gibt scheinbar alle Sachen in Silber und Gold.
Ja, müssen wir jetzt in die Bibliothek. Einen anderen Weg gibt es nicht mehr. Na gut. Schlecht ist er ja nicht. Aber halt nur 3 Schuss und mega lange Nachladezeiten. Komme ich aber gar nicht so einfach rein. Ihr Scherzkeks. Was soll ist da drin? Hm. Wie komme ich da rein? Das hat mir keiner gesagt, ne? Ich will doch nur da rein. Mal gucken, ob wir irgendwie einen anderen Weg finden. Eine Hintertür oder so. Hier vielleicht? Hintertür? Ja, hier ist nicht kaputt. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Tja. Da kommen wir wohl nicht anders raus. Boah, what the fuck? Yo, vor allen Seiten oder was? Wollt ihr mich verarschen? So, der hat schön große Klappe gehabt in der Cutscene. Junge. Wie? Hinter uns ist auch noch was? Sag mal, bin ich hier irgendwo in Sicherheit? Wäre cool, wenn ich wenigstens irgendwo in Sicherheit wäre. Ist ja hier nirgendwo safe. Oh, Elena, passt auf! Oh, Elena, Junge. Was zum Geier? Mädchen. Wisst ihr was? Fangt! Da hinten ist auch noch ein Spinner. Mit so einer scheiß verdammten Drecks-Laser-Sniper oder wie man es auch mal nennt. So ein Zielsuchkack. Ja, die Granate hat gut reingehauen, ne? Deswegen machen wir es gleich nochmal. Fang! Ein Geschenk Gottes! Pass auf, dass der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Oh Junge, die sind überall. Was machen wir denn jetzt? Da unten ist auch so ein Spinner, ne? Die Musik ist mega bedrohlich. Mit Recht. Boah, ist das wieder ein schwerer Kampf. Letzte Granate, Leute. Fangt! Nachladen. Ich habe auch noch einen Granatenwerferschuss, ne? Und den verballern. Bäm! Ich glaube, der hat gesessen. Tatsächlich. Der ist Geschichte. So, jetzt ist da noch dieser Spinner. Ihr dürft halt nicht vergessen, ne? Wenn er mich einmal trifft, dann sterbe ich sofort. Instant Kill. Oh, der lebt noch da hinten. Headshot. Down. Hoffentlich lohnt sich das. Darum bin ich halt so safe. Muss halt richtig aufpassen. Tschüss, Mann. Headshot. Tot. Schwierigkeitsgrad hat's wieder in sich, ey. Oh, da ist noch irgendwo einer. Sonst wäre die böse Musik ja weg. Da unten. Ich hab dich gesehen. Nice. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully. Merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar? Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut. Das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub ich. Jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt.
Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie auf Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. Ja gut. Wer hätte gedacht, Sully ist gar kein Verräter. Haben sie sich ausgesprochen. Er muss ja auch irgendwie überleben. Ne? Hätte er sich jetzt quergestellt bei denen, würde er wahrscheinlich sofort erschossen worden sein. Deswegen, ich kann's verstehen. Und ihr habt das ja gesehen, dieses Zeichen. Mit diesen Zeichen haben die Spanier ihre Geheimlager markiert. Ja gut, ne? Ich sag mal so. Das haben wir ja auch in der Festung gesehen, ne? Kapitel 5 und 6. Da haben wir auch eine Tür gesehen, die auch dieses Zeichen hatte. Und da soll jetzt irgendwo der Schatz sein. Ich finde das Zeichen hier jetzt allerdings nicht. Hm, vielleicht die Statuen. Die Statuen. Ja, ein letztes Rätsel hier im Part. Und nicht vergessen, den letzten Schatz. Der muss hier nicht auch noch irgendwo sein. M4? Ja, die M4, die nehme ich. Ich habe ja gar nichts mehr. Hier muss noch irgendwo der letzte Schatz sein. Verdammt, wo ist der? Wo ist der denn? Der war doch irgendwo beim Bücherregal. Ich bin ziemlich sicher, dass der Schatz beim Bücherregal war irgendwo. Hat ich was gesoffen oder so? Scheinbar. Sonst war der oben. Irgendwo war der. Ja, das kommt aber erst später. Ich habe kurz nachgeguckt. Will halt echt nichts vergessen hier. Hey, wer ist denn das? Interessant. Auf jeden Fall Rätsel. Das muss was mit den Statuen zu tun haben. Jetzt sehen wir hier einen Kompass. Dieser Kompass zeigt die Himmelsrichtung. Norden, Osten, Süden und Westen an. Bei Norden steht zum Beispiel Matthew. Und Matthew ist eben halt dieser Engel, den wir da links sehen. Da steht unter den Engeln Matthew. Das heißt, Matthew muss nach Norden zeigen. Und so weiter und so fort. So löst man dieses Rätsel hier. Gar nicht so schwer. Ich muss sagen, ich habe damals beim ersten Mal durchspielen ein bisschen gegrübelt. Aber wenn man es einmal weiß, dann weiß man es natürlich. So, und hier auf dem Boden haben wir ja auch den Kompass. Das bedeutet, der muss einmal um 180 Grad gedreht werden. Jetzt zeigt er nach Norden, der Matthew. Dann machen wir weiter mit John. John muss nach Osten zeigen. John ist der Adler. Nach Osten. Osten, Osten, Osten. Auch um 180 Grad drehen. Dann zeigt er nach Osten. So, was ist mit den Löwen? Wie heißt der? Der Löwe heißt, glaube ich, Mark. Schau und muss mal im nach Westen zeigen. Nach Westen. Moment. Habe ich das jetzt richtig gemacht eben mit John? Ja. Doch, war richtig. Ja, der muss jetzt in die andere Richtung. Ich muss einmal hier hin zeigen, glaube ich. Ich finde das extrem komisch. Hier steht halt Norden, Osten, Süden. Das ergibt gar keinen Sinn. Versteht ihr? Hier ist zweimal Osten. East und O, wie Osten. Wo ist denn jetzt hier der Westen? Versteht ihr, was ich meine? Das ergibt null Sinn. Los, beeil dich nicht. Ich muss mal mich ganz anders orientieren. Da haben die Entwickler ein bisschen verkackt. Wenn hier Norden ist, dann ist hier der Osten. Dann ist das O der Westen. Mega verwirrend. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, jetzt habe ich einige Fehler deswegen gemacht. Das ist ja richtig bescheuert. Weil das hier,
Das ist der Osten. Nie ohne Seife waschen. Die haben sich hier nicht richtig entschieden für Englisch oder Deutsch. Westen ist einfach Osten. Warum? Was haben die Entwickler hier genommen? Das heißt, der Mark muss zum O. Habe ich das gemacht? Habe ich sogar gemacht. Ja, nice. So, wir müssen diese Statue noch ausrichten. Das Pferdchen oder Einhorn. Luke. Luke, ich bin dein Vater. Muss nach Süden gucken. Süden, Süden, Süden. Nach rechts also. So. Rätsel gelöst. Aber das ist echt scheiße gemacht, oder? Ich muss sagen, das Rätsel an sich ist ja cool, aber dass die hier beim Boden geschlampt haben, das verzeihe ich den Entwicklern so schnell nicht. Ich meine, hier im Tagebuch haben sie es ja auch eben richtig gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, und jetzt hier rechts halten, dann befindet sich hier der Schatz. Ist eher so eine Gruft hier, ne? Oh, noch eine Bibliothek. Moment, das kenne ich doch. Und jetzt? Moment, wo ist der Schatz? Schatz, Schatz, Schatz. Wo bist du? Schatz. Schatz. Sag nicht, der ist hier auch immer noch nicht. Mann, ich habe das doch eben nachgeguckt im Internet sogar. Wo der Schatz ist. Der war auch hier. Wo kommt der erst, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben? Diesen Raum. Ich will den halt echt nicht verpassen. Muss hier alles normal spielen. Was steht hier überhaupt im Tagebuch? Die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Das Land der Toten. Ob wir da unbedingt hinwollen, ist mir sowieso ein Rätsel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist doch irgendwo der Schatz. Suchen wir jetzt mal alles ganz langsam ab. Hier war er die ganze Zeit. Ich bin zu hektisch. Tut mir leid. Aber 40 von 60 haben wir jetzt. Und der Schatz sah übelst cool aus. Profi-Schatzsucher. Jetzt haben wir auch einige neue Kostüme freigespielt. Der Part ist übrigens wieder etwas länger, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Elena. Ne, der können wir jetzt auf jeden Fall bald mal spielen. Ich weiß schon, in welchem Kapitel ich sie verwenden werde. Mhm. Und Drake im Baseball-Trikot. Aha. Das werde ich jetzt mal einmal anziehen. Mal gucken, wie das aussieht. Baseball-Trikot. Hä? Sieht fast aus wie der normale Drake. Sei voll geil. Komm, das behalten wir auch erstmal. Gut. Die Fackeln umdrehen. So stand es in dem Buch. Und damit öffnet sich das Reich der Toten. Ich weiß ja nicht, ey. Das Reich der Toten, ob das eine gute Idee ist. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer allein ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Ah. Gut aufgepasst, Drake. Gut aufgepasst. Kapitel okay. 14. Land der Toten. Ich komme. In den Untergrund. Und damit geht's im nächsten Part weiter. Oh ja. Jetzt wird's nämlich ein bisschen creepy. Eine Gruft. Und ihr erinnert euch ja sicherlich noch an die Fußspuren, die nicht menschlich waren. Dann das Gerücht mit dem verfluchten Goldschatz. Das verfluchte Gold der Azteken. Und dann diese komische deformierte Gestalt im U-Boot, wo auch diese komischen Goldmünzen neben lagen. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich sag's mal nur so. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Und ihr, denke ich, auch. Uncharted, Drake Schicksal. Wird langsam creepy, Leute.
Könnt ihr euch drauf freuen. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier im Untergrund mit dem Drake im Baseball-Trikot. Bis dann und ciao. We'll be right back.